Unsere leistungssportlichen Studiogäste darf ich Ihnen auch gleich präsentieren. Zunächst einmal aus Monte Carlo, wo er in Monaco den Grand Prix im Diskuswerfen gewonnen hat, Wolfgang Schmidt. Tja, der Dieter Baumann und der Wolfgang Schmidt haben fasziniert zugeguckt. Dieter, wäre das was, wenn es mit der Leichtathletik mal nichts mehr werden sollte? Ich glaube, ich habe zu filigrane Knochen, dass die das aushalten. Wolfgang, ein bisschen schwer. Ist ein bisschen zu groß. Der Dieter Baumann hat immer ein bisschen Angst, wenn er neben dem Wolfgang Schmidt sitzt. Na, das ist immer so, wenn man neben dem Wolfgang sitzt, vor allem ich als praktisch halbe Portion gegenüber ihm, ist es immer so, da kriegt man immer Komplexe. Irgendwie kommt man sich zu klein gerade vor. Apropos Komplexe, Wolfgang Schmidt, die Diskuswerfer, die leiden ein bisschen, speziell in dieser Saison, fühlen sich wie die Stiefmütterchen der Leichtathletik, vor allem die bundesdeutschen Diskuswerfer. Tolle Erfolge, Rolf Danneberg, Sie, der Alois Hanecker, eine tolle Truppe. Und was passiert dieses Jahr? Diskuswerfen Grand Prix Disziplin in Köln, ein Sportfest, Grand Prix Sportfest, in Berlin ein Grand Prix Sportfest und kein Diskuswerfen auf dem Programm. War das sauer, oder? Ja, erstmal eine tolle Truppe, haben Sie vollkommen recht. Was wir unserem Bundestrainer zu verdanken haben, dem Karl-Heinz Steinmetz, der uns wirklich schön zusammenhält, wo wir auch gemeinsame Trainingslager machen. Und wir waren natürlich auch gut vorbereitet auf die Saison, auf die Grand Prix Sportfeste. Und da war es ein bisschen schade, dass gerade bei den Grand Prix Sportfesten hier in Deutschland, in Köln beim ISTAF und nach Ostberlin durfte ich ja auch noch nicht. Muss man ja auch noch sagen, dass wir da keine Gelegenheit hatten, um Punkte zu holen. Ne? Warum hattet ihr denn keine Gelegenheit? Ja, die Veranstalter haben Diskuswerfen nicht ins Programm aufgenommen. Oder rausgestrichen. Wie in Berlin der Rudi Thiel mir sagte, die haben dann Speerwerfen-Männer reingenommen. Und naja. Nichtsdestotrotz, Sie haben die Grand Prix-Saison sehr frühzeitig begonnen. Eigentlich in San Jose ging schon los. Ja, war für mich eine, also so eine lange Saison habe ich noch nie gemacht. Im April schon angefangen in Florida und in Kalifornien. Ich habe ja nur auch noch eine ganze Menge nachzuholen, was so eine Reisen anbetrifft. Und da war ich auch schon ganz erfolgreich. Erste Grand Prix Sportfest im Mai in San Jose habe ich einen zweiten Platz belegt. Dann kam der deutsche Rekord, der kam sogar kurz vorher. Der kam kurz vorher in Salinas und ja, da habe ich mir natürlich schon ausgerechnet, gleich von Anfang an an Sportfesten teilzunehmen. Ne? Zudem ich ja unabhängig davon ja zu der Zeit auch in Kalifornien gelebt habe für ein Vierteljahr. Und ja, so. Den meisten Leuten ist der Grand Prix überhaupt noch nicht so richtig ins Bewusstsein gedrungen. Wolfgang Schmidt, vielleicht, wenn Sie sagen ausgerechnet, wie haben Sie denn da gerechnet? Sollten Sie mal ein paar Worte dazu verlieren? Ja, das sind also 15 Sportfeste, circa 15 Sportfeste im Jahr. Da gibt es für jedes Sportfest eine bestimmte Punktzahl. Der erste bekommt 9, der zweite 7, 6, 5, 4 nach unten hin. Und davon werden dann die besten 5 Sportfeste gewertet. Da werden die Punkte addiert. Und beim Finale in Monaco zählen die Punkte doppelt. Da bekommt man also eine doppelte Punktzahl. Also der erste bekommt 18 Punkte dort, nicht 9. Und die Punkte werden dann addiert und wer die meisten Punkte hat, der ist ein Grand Prix-Sieger. Die Situation vor dem Grand Prix-Finale war folgende. Sie waren mit dem Kubaner Luis Delis punktgleich. Und wer vor dem anderen war, vereinfacht formuliert, der hatte gewonnen. Ja, richtig. Ich hatte zum Schluss sogar noch auf Brüssel, auf dieses Grand Prix-Sportfest in Brüssel verzichtet. Weil ich mir dachte, da trainiere ich lieber noch mal eine Woche ein bisschen härter, macht dann Ruhe, um dann wirklich in Monaco dort nochmal gut zu sein, ne? Und hat geklappt. Im letzten Durchgang hatten Sie einen hervorragenden Versuch, das schauen wir uns jetzt mal an. 66,42 Meter. Vielleicht sagen Sie ein paar Worte dazu. Stand bis dahin war folgender, Jürgen Schult führte schon. Ja, und ich lag an zweiter Stelle mit 65,88. Das ist also jetzt der letzte, sechste und letzte Wurf. Und da bin ich nochmal also Risiko eingegangen, habe da nochmal versucht. Was heißt das, Risiko eingegangen? Na, mit voller Gewalt nochmal, also alles, was man hat.
Wir gelten als glänzender Techniker, Wolfgang Schmidt. Wir haben jetzt dann nach diesem Wurf in der Normalgeschwindigkeit einige Zeitlücken auch von den deutschen Meisterschaften. Und da möchte ich mal erfahren, was denn das Besondere an Ihrer Technik ist. Zunächst mal ein paar Worte zu dem Versuch. Ja, da war natürlich noch eine Steigerung auf 66,42. Aber technisch war immer noch nicht ganz so, wie ich es mir vorstelle. Ich springe da in der Mitte noch ein bisschen zu hoch. Und am Ende kommt mein linkes Bein auch noch zu spät. Da habe ich also noch einige Reserven. Was hat das für negative Folgen, wenn man da zu hoch springt? Da ist, hat man nicht den optimalen Rhythmus. Jetzt haben wir noch eine Zuspielung von den deutschen Meisterschaften, wo wir uns speziell, unser Kameramann damals, auf Ihre Technik konzentriert haben. Hier im Trikot meines Vereins, der LG Stuttgart. War ein bisschen schade für Sie persönlich natürlich, umso erfreulicher für den Rolf Dannenberg, dass es ausgerechnet bei dieser deutschen Meisterschaft für Sie nicht so, das heißt nicht so, es war ein toller Wettkampf, unheimlich spannend, ja. Beide mit guten Leistungen, aber Sie haben eben verloren. Ja, da hätte ich natürlich gewonnen und das erste Mal einen bundesdeutschen Titel errungen. Unheimlich schnell der Mann im Ring. Ja. Wolfgang Schmidt, wenn Sie die letzten Jahre so Revue passieren lassen, das ist schon für mich eine geradezu abenteuerliche Karriere, die Sie da genommen haben. Zunächst waren Sie vor 11 Jahren Weltrekordmann, haben 3-mal den Europacup gewonnen, waren Europameister, 2-mal den Weltcup. Aber letzter internationaler großer Wettkampf waren die Olympischen Spiele 1980 in Moskau. Was kam dann, kurz gefasst? Oh, kurz gefasst, das geht eigentlich gar nicht. Dann habe ich 1981 Sportverbot bekommen, weil es Probleme gab in der DDR mit dem System. Da wurden Dinge von mir verlangt, die konnte ich einfach mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und dann habe ich mich entschlossen. Darf man nachfragen, welche? Auch kurz gefasst? Ja, da gibt es so ein ungeschriebenes Gesetz. Also, von der Abgrenzung, dass man sich also vom Klassengegner abgrenzen soll und ist ja alles ein bisschen lächerlich. Und ich habe da nicht mitgemacht und das war mir dann zum Nachteil, dass man mich vom Sport ausgeschlossen hat und mich mit Sportverbot belegt hat. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, Deutschland ist ja nicht nur die DDR, ne? Gibt es ja noch die Bundesrepublik. Und hier habe ich nichts mehr verloren. Ne? Und ja, dann sage ich, dann stelle ich einen Ausreiseantrag und dann, ich will hier nicht mehr leben. Dann hat man mich eingesperrt für 1,5 Jahre im Zuchthaus in Frankfurt-Oder. War natürlich eine schreckliche Zeit in meinem Leben. Dann noch ein paar Mal Ausreiseantrag gestellt, aber dann wollten sie mich erstmal auf die psychische Art ein bisschen fertig machen. Haben sie zum Teil dann auch manchmal geschafft, aber letzten Endes doch nicht. Und dann bin ich da rausgekommen, dann hatten sie auch festgestellt, was sie eigentlich doch für ein Mist mit mir gemacht haben. Und dann durfte ich so ja mein Studium zu Ende führen als Diplomsportlehrer, aber Leistungssport kam da ganz und gar nicht mehr in Frage. Und ich bin auch mit meinem Leben da überhaupt nicht mehr klargekommen, ne? Diese Unfreiheit und also wirklich, wenn ich jetzt da noch dran denke, schrecklich, sage ich nur. Ja, dann habe ich nochmal einen Ausreiseantrag gestellt und aufgrund meiner Freunde, die ich zum Glück hier in der Bundesrepublik hatte, den Alvin Wagner, dem ich ja sehr viel zu verdanken habe, und auch meiner amerikanischen Freunde, hat man mich dann nach 7 Jahren dann gehen lassen. Und dann habe ich es nochmal versucht, ein Comeback, und es ist mir gelungen. Aber Sie dürfen derzeit immer noch nicht bis 91, ist das so, bei internationalen Meisterschaften teilnehmen. Erst 91, die Weltmeisterschaft wäre das Erste, was Sie wieder in Angriff nehmen dürfen. Jetzt sind Sie 35. Sind Sie da wirklich noch heiß? Wie motiviert man sich denn? Naja, eigentlich ist das ja ein absoluter Witz. Ne? Da ist man 7 Jahre vom Sport ausgeschlossen in der DDR. Dann ist man endlich in der Freiheit und hat dem Verband ja gar nicht mehr angehört, weil man ja ausgeschlossen wurde. Dann wird man noch mal von der IAF noch mal für 3 Jahre gesperrt. Das muss man sich mal überlegen, ne? Für internationale Meisterschaften. Ne? Also im vorigen Jahr hatte ich mich für Seoul qualifiziert, durfte nicht mitmachen aufgrund deswegen.
dieses Jahr, okay, der Rolf hat einmal gegen mich gewonnen, alle anderen Wettkämpfe habe ich gewonnen. Normalerweise ist meine Meinung, hätte ich in die Europa-Auswahl gehört für einen Weltpokal. Darf ich nicht mitmachen. Nächstes Jahr Europameisterschaften, darf ich auch nicht mitmachen. Aber 91 in Tokio, Weltmeisterschaften, da darf ich starten. Und 92 Olympische Spiele. Wenn man das so hört, Dieter Baumann, die Sorgen haben. I'll be back.